Im Südosten Kambodschas tastet sich Sambo in ihr neues Leben vor. Nach 30 Jahren ist die alte Elefantendame zum ersten Mal wieder in einem richtigen Wald. Er verbindet Städte und Dörfer, mal als holpriger Waldweg, mal als breite Piste. Der Ho Chi Minh-Pfad ist ein gigantisches Wegenetz durch Vietnam, Laos und Kambodscha. Im Vietnamkrieg von großer strategischer Bedeutung erzählt er heute von der Geschichte und vom Wandel, den die Menschen in seinem Umfeld vorantreiben. 40 Jahre nach Kriegsende. Von Vinh im nördlichen Vietnam führt uns der historische Weg durch die Berge und Wälder von Laos und Kambodscha bis nach Ho Chi Minh-Stadt im Vietnams Süden. Am Bangyan-Fluss geht die Sonne unter. In der Stadt Xepon das Flutlicht an. Für eine Runde Petong. Die Boule-Variante ist Volkssport in Laos. Ein Erbe aus französischer Kolonialzeit. Doch seit den Bombardements durch die USA vor 50 Jahren birgt die Beliebtheit der Metallkugeln eine tödliche Gefahr. Die Bewohner von Alang haben ein Stück Wald gerodet und wollen hier Felder für Mais und Maniok anlegen. Doch vor den Bauern pflügen Manyam und ihre Minenräumer den Boden um, auf der Suche nach Blindgängern wie diese Blue 26. Eine Bombe so groß wie eine Boule-Kugel. Die bloße Berührung ist ungefährlich. Sie explodiert erst, wenn sie ins Rollen gerät. Schon oft hat ein Kind einen solchen Bombi für eine Petongkugel gehalten. Und Manyam hat selbst eine kleine Tochter. Gleich wird der Räumtrupp den gefährlichen Fund sprengen. Behutsam bereitet Manyam die Frau aus Alang darauf vor. Aber sie kann ihr die Angst nicht gänzlich nehmen. Gleich wissen auch die Familien Bescheid, die noch am Fluss sind oder im Wald Bambussprossen sammeln. Einer weniger. Einer von geschätzten 80 Millionen Blindgängern, die in Laos noch vermutet werden. Auch hier, mitten durch Xepon, verlief einmal der historische Ho Chi Minh-Pfad. Über ihn versorgte Nordvietnam die Nationale Front für die Befreiung Südvietnams mit Waffen und Nahrung. Deshalb wurde die Stadt in dem Krieg, der auch Laos erfasste, völlig zerstört. Das neue Xepon entstand einige Kilometer vom alten entfernt, an der Nationalstraße Nummer 9. Eine wichtige Handelsroute quer durch Südostasien. In einem Vorort wohnt die Minensucherin Manyam mit ihrer Familie. Ihre Tochter sieht sie sehr selten. 20 Tage im Monat ist die junge Frau in gefährlicher Mission unterwegs. In dieser Zeit kommt Manyam nur nach Hause, wenn die Kleine krank ist oder ihre Mutter sich nicht um sie kümmern kann. Ich war stolz, als ich den Job bekam und froh, dass ich meinen Mitmenschen helfen konnte. Außerdem gibt der Job mir die Möglichkeit, Geld zu verdienen. So kann ich meine Familie unterstützen. Der Gedanke tröstet sie bei jedem Abschied. Nein! Nein!
Seit 2007 sucht man Yam jetzt schon nach gefährlicher Munition. Sie sucht, damit Kinder ungefährdet leben können. Anfangs hatte ich auch Angst, aber inzwischen fühle ich mich sicher bei der Arbeit. Der Detektor spürt Metall bis in 30 cm Tiefe auf. Manjam muss jedem Signal nachgehen. Häufig ist es nur ein kleiner Splitter, den sie aus dem Boden zieht. Zentimeter um Zentimeter arbeitet sich das Team auf dem zukünftigen Acker voran. Hochkonzentriert. Nur etwa 100 Quadratmeter schafft jeder einzelne Minensucher so am Tag. Aber erst wenn der Räumtrupp alles abgetastet hat, können die Bewohner von Alang sicher sein, dass sie beim Pflügen auf keine tödliche Munition stoßen. Mir ist es wirklich ein großes Bedürfnis, den Menschen hier zu helfen. Ich möchte, dass diese gefährlichen Bomben aus Laos verschwinden, und zwar alle, wenn möglich. Jeder soll ohne Angst und Probleme seine Felder bestellen und seinen Lebensunterhalt bestreiten können. Das wünsche ich mir. Ein Mammutprojekt. Rund 260 Millionen Streubomben haben die US-Amerikaner über Laos abgeworfen. Kein anderes Land der Welt wurde je so stark bombardiert. Die Beseitigung aller Blindgänger wird wahrscheinlich noch mehr als 100 Jahre dauern. Vorausgesetzt, sie geht im gleichen Tempo weiter wie bisher. Jeden Abend fährt das Team ins Basislager. Momentan die Halle eines Marktes, der noch nicht eröffnet ist. Die Minensucher arbeiten im Auftrag von Handicap International, einer unabhängigen Organisation, die sich ursprünglich vor allem um Minenopfer kümmerte, aber immer öfter auch Projekte unterstützt, damit es gar keine neuen Opfer mehr gibt. Und Manjam kommt dadurch ihrem Traum von einer Heimat frei von Blindgängern ein Stück näher. Ende der 1950er Jahre führte der Ho Chi Minh-Pfad in Laos vor allem nahe der vietnamesischen Grenze entlang. Später dehnte sich das Wegenetz immer mehr nach Westen aus. Bis hin zum Bulawen-Plateau, einer fruchtbaren Ebene, die auf etwa 1200 Meter Höhe liegt. Vom Flachland geht es langsam, aber stetig bergauf. Statt Trockenreisfelder säumen Kokospalmen die Straße. Sie brauchen lockere Böden und genug Feuchtigkeit, um zu gedeihen. An Wasser fehlt es auf dem Hochplateau nicht. Und so bildet sattes Grün überall einen imposanten Kontrast zum Rot der Erde. Die frischen Maniokwurzeln müssen noch trocknen, bevor sie zu Mehl oder Tierfutter verarbeitet werden. Bei Vieng dreht sich alles um Kaffee. Eigentlich sollte er dringend Bohnen rösten, aber da die Töchter gerade aus der Schule gekommen sind, nimmt er sich erst einmal Zeit für sie. Seine Frau kümmert sich so lange um Gäste aus Frankreich und Kanada und verwöhnt sie mit frischem Espresso aus der Cafetiera. Die Familie baut Bio-Kaffee an und betreibt ein kleines Gasthaus.
Mr. Wiengs Homestay. Nicht zuletzt der spektakulären Wasserfälle wegen hat sich das Bulawen-Plateau zur Touristenattraktion entwickelt. Der Tatfahne fällt 120 Meter in die Tiefe. Er ist der größte überhaupt in Laos. Die Hochebene soll der Kratergrund eines Vulkans sein, der vor Millionen Jahren erlosch. Zurück blieben fruchtbare Lavaböden in mildem Klima. Gute Gründe, sich hier anzusiedeln. Schon zu Zeiten des Khmer-Reichs, das seine Blüte vom 9. bis 13. Jahrhundert hatte, bauten viele Mon-Khmer-Völker auf dem Plateau Gewürze wie Pfeffer oder Kardamom an, aber auch Reis und grünen Tee. In den 1920er Jahren kam der Kaffee dazu. Französische Unternehmer brachten ihn aus Vietnam mit. Doch die Bomben des Krieges zerstörten die Produktion. Inzwischen ist laotischer Kaffee wieder in aller Munde. Immer neue Großplantagen schießen aus dem Boden. Wiengs Plantage sieht etwas weniger geordnet aus. Aber seine 5 Hektar sind auch nicht für Maschinen gedacht, sondern für einen Handarbeiter wie ihn. Bei ihm wachsen die Sorten Arabica, Robusta und Liberica. Jetzt im März reifen die Liberica-Beeren. Für die Ernteergebnisse ist der Abstand zwischen den einzelnen Kaffeebäumen sehr wichtig. Wenn sie 4 bis 5 Meter voneinander entfernt sind, dann bekommen die Pflanzen größere Blätter und auch größere Früchte. Nach dem Schälen sind die Bohnen allerdings sehr klein. Diese Sorte produziert zwar große Früchte, aber kleine Kerne. Bedenkenlos kann Wieng die roten Reifenbeeren probieren. Schließlich spritzt er seine Pflanzen nicht. Der Preis dafür und der Beweis, auch Parasiten mögen die Bäume. Mal sind es Käfer, mal Termiten, oft auch Ameisen. Die bekämpft der junge Biobauer ökologisch korrekt, indem er selbst Hand anlegt. Aber wer an seinen Kaffee will, darf trotzdem nicht auf Gnade hoffen. Wenn Schädlinge einen Zweig befallen haben und ich sie nicht gleich beseitige, wird irgendwann der ganze Baum betroffen sein. Dann verlieren wir ihn und müssen einen neuen Baum pflanzen. Es dauert dann aber 10 Jahre, bis man wieder ernten kann. Gleich nach der Ernte wird das Fruchtfleisch entfernt. Hier hilft eine kleine, einfache Maschine. Den nächsten Schritt übernimmt die Sonne. Mindestens 10 Tage müssen die Samen jetzt trocknen. Gut, dass der Arabica schon soweit ist und geröstet werden kann, denn Wieng geht langsam der Kaffee für die Gäste aus. 40 Minuten wird er rühren, bis die Bohnen das richtige Aroma haben. Der Arabica hat einen besonders guten Geschmack. Er ist zwar ziemlich bitter, aber er riecht einfach sehr gut. Für mich ist der Arabica eindeutig die Nummer 1. Wieng träumt von einer Röstmaschine. Sie würde ihn entlasten und, weil sie gleichmäßiger arbeitet, auch die Qualität verbessern. Im Moment kann er sich das teure Gerät aber noch nicht leisten. Er steht ganz am Anfang mit seinem Bio-Kaffee.
Jede neue Röstung probiert der Chef noch höchstpersönlich. Ein anderes Genussmittel gehört in Ban Kandon zum guten Ton. Üblich bei den Katu, einem der Bergvölker hier auf dem Plateau. Wenn wir Gäste haben, wird dem Gast zuallererst eine Pfeife angeboten. Erst danach Wasser und eine Matte, auf die er sich setzen kann. Auch Mädchen und Jungs lernen sich durch gemeinsames Pfeiferauchen kennen. Das ist bei uns schon sehr lange Sitte. Die Tradition hat sich erhalten. Ihre ursprüngliche Heimat mussten sie verlassen. Erst vor 20 Jahren sind die Dorfbewohner auf das Bulawen-Plateau gezogen. Seng Bunlan Pasiot ist der versierteste Pfeifenmacher in Ban Kandon. Den Bambus, den er für sein Handwerk braucht, hat er hier selbst angepflanzt. Die Pfeife aus dem Bambus Yin Kam riecht besonders gut. Diese hier ist so eine. Auch der Tabak wächst gleich nebenan. Fast täglich muss seine Frau frische Blätter pflücken. Das Ehepaar raucht viel. Und zwei der fünf Kinder, die noch zu Hause wohnen, tun es auch. Wie man eine einfache Pfeife macht, hat Seng Bun vom Großvater gelernt. Seine Idee war es, sie noch zu verzieren. Wir Katu benutzen solche Muster zum Beispiel, wenn wir Wasserbüffel oder Rinder opfern. Die kurzen Muster stellen Gurkenkerne, Kürbiskerne oder Reiskörner dar. Die Zeichen haben wichtige Bedeutungen. Sie sind nicht einfach bloß irgendwelche Zeichen. Die Muster spiegeln die Lebensweise der Dorfbewohner wider. Hitze macht das Bambusrohr hart und haltbar. Manche Pfeife ist ein Begleiter fürs Leben. Seit Seng Bun auf dem Bulawen-Plateau wohnt, verkauft er seine kunstvollen Werke sogar an Touristen. Als vor 50 Jahren der Vietnamkrieg auch in Laos tobte, lebten seine und die anderen Familien aus Ban Kandon nahe der vietnamesischen Grenze, in der Provinz Atapu. Ich war damals ein Kurier für die Dorfmilizen, brachte ihnen Nahrungsmittel wie Maniok, Gemüse und Kürbisse. Damit haben wir die Soldaten und die Polizisten unterstützt. Besonders hart war die Bombardierung 1964. Wir waren ja noch Kinder. Wenn wir die Bomber hörten, rannten wir sofort in den Wald, um uns zu verstecken. An ein normales Dorfleben war in dieser Zeit überhaupt nicht zu denken. Auch Jahre später kam es in der alten Heimat noch zu Unfällen mit Blindgängern. Aber schon von Natur aus waren die Böden dort zu schlecht für gute Ernten. Und so siedelte das ganze Dorf mitsamt seinen Rindern 1996 auf das Bulawen-Plateau um. In Ban Kandon hat sich ihr Leben deutlich verbessert. Nur denen, die sich noch erinnern, fehlen manchmal der Wald und seine Tiere, sagen sie. Etwa 100 Kilometer südlich des Bulawen-Plateaus stieß das Wegenetz des Ho Chi Minh-Pfades auf die Grenze zu Kambodscha und setzte sich auch dort in einer Reihe von Fußpfaden und LKW-Pisten nach Südvietnam fort. Im Land der Khmer preist der Händler seine heißen Schnecken auf Khmer an. Die
Die Urwälder, die den Transporten der nordvietnamesischen Armee auf ihrem Weg durch Kambodschas Osten während des Krieges noch Deckung gaben, sind vielerorts verschwunden. Sie wurden vor allem für Gummibaumplantagen gerodet. Naturkautschuk soll Kambodscha eine rosige Zukunft bescheren. Schon etwas älter als der Latexboom ist das Geschäft mit Cashewnüssen. Wie dieser Wanderarbeiter kommen jedes Jahr Tausende zur Ernte in die Provinz Ratanakiri. Für ein Kilo der kleinen, nierenförmigen Cashewfrüchte bekommt er $4. Die empfindlichen Cashewkerne liegen in der grauen, harten Schale. Sie ist giftig und muss deshalb erst erhitzt werden, ehe man sie entfernen kann. Ein aufwendiger Prozess, der den hohen Preis der Nüsse erklärt. Wertvolles hängt in Ratanakiris Cashewplantagen aber nicht nur oben im Baum. Auch unten in der roten Erde schlummern Schätze. 13 Meter führt dieser schmale Schacht in die Tiefe. Ein Eimer folgt dem jungen Mann. Unten füllt er ihn mit Erde. Erde, die reich machen könnte. Zig Familien schaufeln, kurbeln und tasten für ihr Glück. Tag ein, Tag aus. Was sie hier machen, ist illegal. Erst am Morgen hatte es eine Razzia gegeben. Wenn die Polizei auftaucht, dann rennen wir einfach weg. Festgenommen wurde ich noch nie. Aber einen Schreck bekommt man schon mal. Natürlich kehren sie immer wieder zurück. Und das ist ihr Ansporn. Kleine, unscheinbare Brocken, das Mineral Zirkon, ein Edelstein. Um zu funkeln, muss er aber erst noch geschliffen und erhitzt werden. Sicher ist das Geschäft mit den Edelsteinen nicht. An manchen Tagen findet man was, an anderen nicht. Das muss man aushalten. Mit viel Glück kann eine Familie bis zu $1,000 im Monat verdienen. Dafür kamen sie vor 4-5 Jahren her, aus Kampong Cham in Zentralkambodscha. Die wachsende Zuwanderung vom Khmer setzt die indigene Bevölkerung Ratanakiris zunehmend unter Druck. Sie muss um Landrechte und den Erhalt ihrer Kulturen kämpfen. Puem Trash und Sopiap Van sind Kreyong. Eines der Bergvölker in Kambodschas Nordosten. In ihrem Dorf Lak bereiten gerade alle eine große traditionelle Hochzeit vor. Für die beiden jungen Reporterinnen ein richtig gutes Thema. Seit einiger Zeit halten die zwei Frauen mit Mikrofon und Rekorder Erinnerungen fest, sprechen über aktuelle Probleme und geben ihrer ethnischen Gruppe so eine Stimme. Zu hören ist sie im Radio. Heute wollen sie also wissen, wie sich Männer und Frauen früher kennen und lieben gelernt haben und welche Rolle die Eltern dabei spielten. Sie trafen sich erst einmal über Wochen mit Jungs, erzählen die Frauen. Und wenn sie sicher waren, dass sie sich verliebt hatten, dann baten sie ihre Eltern, die Hochzeit zu arrangieren. Ein paar Häuser weiter erinnert sich ein alter Mann an die kleinen Hütten, die Väter für ihre Kinder bauten, damit sie sich ungestört mit Freundinnen oder Freunden treffen konnten. Solche Liebeshütten gibt es seit Jahren nicht mehr. Heute, sagt Sopiap, chatten die jungen Leute über ihre Mobiltelefone. Außerdem würden die Kreyong-Eltern die Partner für ihre Kinder immer häufiger selbst bestimmen, so wie es im ganzen Land üblich ist.
Die beiden jungen Frauen haben sich auf den Weg zur Radiostation in Ban Lung gemacht, wo sie ihren Beitrag fertigstellen wollen. Ratanakiris Hauptstadt liegt im Süden, eine knappe Mopedstunde von Lac entfernt. Initiator des außergewöhnlichen Radioprojektes war die Organisation BCV, Building Community Voices. Jugendliche verschiedener Minderheiten bekamen Aufnahmegeräte und Laptops und wurden im Umgang mit Schnittprogrammen geschult. Und so sendet FM 97,5 jetzt jeden Tag eine Stunde lang in den Sprachen der Kreyung, Jarai, Tampuan und Brau. Sopiaps kleines Feature ist fertig. Ein paar Worte noch ins Live-Mikrofon, dann geht es raus in die Welt. Noch bis vor wenigen Jahren war Ban Lung nicht mehr als eine staubige Durchgangsstation für Lkw. Inzwischen verirren sich sogar einige Touristen hier. Seit die Straßen aus Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh im Südwesten und aus Vietnam im Osten gut ausgebaut sind, hat sich Ban Lung zum lebendigen Wirtschaftszentrum Ratanakiris entwickelt. Wer nach Süden weiter will, nimmt die frisch asphaltierte und verbreiterte Nationalstraße Nummer 76. In der Provinz Mondulkiri wartet der rote Sand noch auf den neuen Belag. Hier im Osten Kambodschas waren die nordvietnamesischen Soldaten noch durch Wälder und Steppen unterwegs, die als Serengeti Asiens bezeichnet wurden. Davon ist kaum mehr etwas zu sehen. Pluk Chal kennt sie noch, Mondulkiris Wildnis und ihre Tiere. Er ist mit Elefanten aufgewachsen. Bei den Bunong, der indigenen Bevölkerung der Provinz, war es über Jahrtausende üblich, sie als Nutztiere zu halten. Ich liebe Elefanten. Sie haben uns immer die Arbeit erleichtert. Sie transportierten Holz für den Hausbau, brachten meine Frau und die Kinder zu den Plantagen und wieder zurück ins Dorf. Auch das Bartgras, das wir früher im Wald geschnitten haben, luden wir auf unsere Elefanten. Das war schon sehr bequem. Die Tiere, die Pluk heute ins Tal begleitet, haben ein solches Arbeitsleben hinter sich. Sie sind jetzt in Rente und dürfen machen, was sie wollen. Jeden Morgen zieht es sie erst einmal zum Fluss. Die Abkühlung tut gut und die Körperpflege auch. Ein junger Brite hatte dieses Altersheim für Elefanten 2007 ins Leben gerufen und Elephant Valley Project genannt. Pluk war praktisch von Anfang an dabei. Er brachte einen Dickhäuter mit und verpachtete einen Teil seines Landes an die Initiative. Er konnte auch andere Halter überzeugen, ihre Arbeitstiere in Pflege zu geben. Lastentransporte wurden in den meisten Bunong-Dörfern ohnehin längst mit Mopeds und Traktoren erledigt. Als Chef Mahut ist Pluk nicht mehr täglich mit den Tieren im Wald unterwegs. Aber er schaut regelmäßig vorbei und prüft, ob alle gesund sind.
Ab und zu ziehen die Dickhäuter sich kleinere Schürfwunden zu, die behandelt werden müssen. Es soll ihnen gut gehen in ihrem wohlverdienten Ruhestand. Da die Tiere im Elefantental machen dürfen, wonach ihnen der Sinn steht, fressen sie die meiste Zeit. Bambus lieben sie besonders. Davon gibt es reichlich in diesem Wald und er wächst auch schnell wieder nach. Die Mahuts schauen zu und plaudern. Viele von ihnen hat Pluck selbst ausgebildet. Getragen wird das Elephant Valley Project von Spenden und von Freiwilligen, die für Tage, Wochen oder Monate mit Hand anlegen. Heute dürfen die Helfer Sambo, dem prominenten Neuzugang im Tal, mit einer Extra-Ration Zuckerrohr und Bananenstauden eine Freude machen. Die alte Dame war der letzte Arbeitselefant in Phnom Penh. Sie hat einen Großteil ihres langen Lebens in den staubigen Straßen der kambodschanischen Hauptstadt verbracht. Unter ihren Füßen immer nur Asphalt und Steine. Zwischen den Kiefern meistens Zuckerrohr, auf Dauer eine ungesunde Kost. Den Wald und seine Leckereien kannte sie bis vor kurzem nicht. Das Projekt hat Sambo gekauft und sie im Dezember 2014 hier in den Ruhestand geschickt. Mit 55 Jahren darf sie endlich ihren natürlichen Lebensraum entdecken. Die Mahuts um Pluck helfen ihr dabei. Während des Krieges bahnten sich hier sogar Elefanten, mit Kriegsgerät beladen, ihren Weg Richtung Vietnam. Damals war der Wald überall dicht und wild wie im Elefantental und dem benachbarten Seima-Schutzgebiet. Heute sieht es über weite Strecken so aus. Rodungs- und Nutzflächen bis zum Horizont. Immer mehr große Konzerne kaufen Land für Plantagen, weil sich mit Kautschuk und Palmöl derzeit gute Geschäfte machen lassen. Aber auch einfache Menschen zieht es nach Mondulkiri. Sie wollen sich in Kambodschas Südosten eine neue Existenz aufbauen und brauchen Felder für Maniok, Reis oder Mais. Je näher die Grenze zu Vietnam rückt, desto städtischer wird es. Schon 80 Kilometer vor Ho Chi Minh Stadt wirft die Metropole ihre Schatten voraus. Die letzten Abschnitte des Ho Chi Minh Pfades in Südvietnam lagen weitgehend unter der Erde. Bis auf wenige erhaltene Stellen ist das Tunnelsystem aber längst unter der Last von Häusern, Straßen und Verkehr in sich zusammengebrochen. Mitten im lauten urbanen Dschungel plötzlich eine grüne Oase. Das Öko-Bambusdorf Phu An. Es ist das Werk von Professor My Han Diep. Sie promovierte in Paris und lehrt heute an der Universität von Ho Chi Minh Stadt. In Phu An hat sie ihre Kindheit verbracht. Als ich klein war, wuchs hier überall nur Wald. Nach dem Krieg war der Boden völlig ruiniert. Die einzige Pflanze, die noch gedeihen konnte, war eine hochwachsende Grassorte. Die Menschen nannten sie amerikanisches Gras.
weil es von den Amerikanern gesät wurde, während sie hier waren. Sie zündeten das Gras damals an, um den Wald niederzubrennen und damit die Versteckmöglichkeiten der vietnamesischen Truppen zu vernichten. Diese Region wurde regelrecht platt gemacht. Deshalb bezeichneten die Amerikaner sie auch als eisernes Dreieck. Teile des eisernen Dreiecks sind wieder zu einem grünen Dreieck geworden. Seit 1999 hat Mihan Yep 157 verschiedene Bambusarten von Expeditionen in Vietnam, Laos und Kambodscha mitgebracht und hier angepflanzt. Eine weltweit einzigartige Sammlung. Biologen, Ökologen und Soziologen nutzen sie für ihre Studien über das Klima, über Umweltverschmutzung und nachhaltige Entwicklung. Die Trommeln der Grundschüler aus Fuan erklingen immer, wenn Besuch kommt. Professor Diep gibt die Begeisterung für ihren Bambus gern an andere weiter. Das Besondere am Halm von Miss Bamboo, sagt sie, ist nur mit Händen zu begreifen. Weich wie Samt und Seide. Die Großeltern dieser Schüler mussten solche Brücken vielleicht noch täglich überqueren. Für die Jugendlichen von heute ist es ein Balanceakt. Sie erfahren, wie vielfältig das Supergras seit Jahrtausenden genutzt wird. Als Nahrungsmittel genauso wie als Material für Matten und Möbel oder für den Hausbau. Ein paar Studenten basteln Modelle von ihren Zukunftsideen aus Bambus. Tri Pham hat seine bereits umgesetzt. Der Fahrzeugtechniker aus Ho Chi Minh Stadt weiß schon viel über Bambus. In Mihans Garten hofft er, auf Arten zu stoßen, die für sein Produkt die besten Eigenschaften besitzen. Nirgends ist die Auswahl so groß wie hier. Er sucht einen Halm, der gerade wächst, einen Durchmesser von 5 bis 6 Zentimeter hat, eine kräftige Halmwand, die nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn ist, mit einem Hohlraum, dessen Mark nicht verpilzt oder fault. Die renommierte Professorin gibt noch ein paar Tipps. Dann weiß Tri genau, welche Stücke er testen will. Vielleicht taugt eins davon als Ober-, Unter-, Sitz- oder Steuerkopfrohr. Tri Pham baut Bambusfahrräder in Ho Chi Minh Stadt. Die Stadt am Fluss Saigon ist die größte der Sozialistischen Republik Vietnam. Mehr als 7 Millionen Menschen leben hier. Anders als vor wenigen Jahren noch, sind nur wenige mit dem Fahrrad unterwegs. Die meisten gelangen inzwischen mit dem Moped an ihr Ziel. Seit geraumer Zeit wächst die Wirtschaft dieser asiatischen Metropole rasant. Die Stadt bietet Raum für Visionen und Chancen für junge Unternehmer wie Tri Pham. Die Idee, ein Fahrrad aus Bambus zu bauen, kam mir, als ich in Berlin studierte. Ich nahm damals an einem Workshop teil, in dem solche Fahrräder hergestellt wurden. Ich war begeistert von dieser Idee und fragte mich, wieso kann man in Deutschland Fahrräder aus Bambus bauen und ich aus Vietnam kann das nicht? Wo es doch in meinem Land so viele Bambussorten gibt, also ein riesiges natürliches Rohstoffreservoir. Vor 3 Jahren gründete Tri seine eigene Firma, Viet Bamboo Bike.
Eine kleine Werkstatt mit drei Räumen, Maschinen, Werkzeug und natürlich Bambus. Die Rohre, die er verarbeitet, sind nach der Ernte erhitzt worden und haben jetzt die Festigkeit von Stahl. Bisher bezieht Tri das Material schon karbonisiert von vietnamesischen Großhändlern. Irgendwann einmal will er alles selber machen. In Zukunft möchte ich mir den Bambus aus Dörfern liefern lassen, in denen er extra für uns angebaut wird. Dadurch würden wir vor Ort Arbeitsmöglichkeiten schaffen. Und wir hätten immer eine sichere Quelle. Das könnte am Ende eine Art geschlossener Kreislauf sein. Auf jeden Fall eine nachhaltige Produktion. Für einen Rahmen braucht Tri ungefähr 35 Stunden. Noch kann er vom Verkauf nicht leben. Im Augenblick baut er vor allem für Kunden in Europa. Er ist aber zuversichtlich, dass sich auch in Vietnam bald mehr Menschen für sein Ökorad interessieren. In den letzten 20 Jahren haben sie hart gearbeitet, um sich Mopeds zu kaufen. Aber inzwischen liegt Fahrradfahren wieder im Trend. Zum einen wird es zunehmend als Sport gesehen, der fit macht und gut für die Gesundheit ist. Zum anderen hilft Radfahren, die Luft in der Stadt sauberer zu halten. Die Millionenmetropole und ihre Menschen leben in einem anhaltenden Wandel. Vor 40 Jahren war Saigon das Ziel des Ho Chi Minh-Pfades. Hier endete ein verheerender, fast 20-jähriger Krieg. Und neue Wege nehmen seitdem hier ihren Anfang. Sir Simon Rattle in Luzern zu einer imaginären Sinfonie.